Oder täusche ich mich da jetzt? Nee. Oh, 10 Minuten Zeit. Das ist wohl kein Willkommensgruß. Sie wollen die Basis abriegeln. Wir müssen uns beeilen. Ach, wir haben den Warhound. Das ist ja auch bloß 10 Minuten Zeit. Wohin? Der macht alles platt. Waffen können, der Waffen. Ach cool, hier kann man Waffen wechseln. Ich hab meine Waffen. Ich hab meine Waffen. Dumm, dumm, dumm. Puh, Junge, ich jetzt so eine geile Waffe hab. Wo bist denn du? Mein Warhound, wo soll ich denn sonst sein? Mal hin hier. Ich hab jetzt eine übelst coole Waffe. Okay. Angriff. Okay. Gibt's in der Waffenkiste so eine Uplay-Waffe? Wahrscheinlich nochmal. Dum dum di dum di dum. Bums. Hau hier alles um. Alter. Alter, leck mich im Arsch. Alter, ist das geil. Mir gefällt das. Das ist mein Haustier. Dumm-di-dumm. Alle Matsch. Ey, ohne Mist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ohne Scheiß, Alter. Wieso? Ich weiß nicht. Boah, jetzt hat's mich gerade voll weggehauen. Splitter gerade. Bleib lieber an deiner Figur und spiel ordentlich. Du bist ja nur neidisch. Boah, das ist neidisch, denn ich kann das Ding auch. Ja, warum machst du es nicht? Weil es langweilig ist, wenn man da. Ich finde es zu übermenschlich. Bringst du einfach alles hoch? So langweilig. Ja, da kommen aber auch genug Gegner, also so ist es nicht. Aber ich mag Übermenschlichkeit nicht, deswegen. Du kannst ja machen, was du willst, aber ich kenne nicht das Ding. Er geht in Deckung! Los, gehen wir! Chica! Töten Sie 5 oder mehr Gegner, bla bla bla. Geh doch in Deckung, Mensch, Alter! Mensch, crazy, hau doch ab! Das der nicht in Deckung geht? Spielen. Der nicht in Deckung geht, der Arsch? Ich stelle dich lieber meine Schüsse hin. Wieso? Deshalb mag ich den, der kann schon alles in die Luft sprengen. Sollen sie doch kommen!
schon nach vorne, Alter. Der ist so schnell für mich. Was? Warhound geht Gassi? Mhm. Was nu? Wie? Da kam eine Rakete auf mich zugeflogen. Ja. Das hast du nicht gesehen. Da kam eine Rakete. Ich hab das schon gesehen. Bloß wärst du in deiner Figur gewesen, hättest du dich mal da drauf konzentrieren können. Ja, hab ich doch. Ich hab die Rakete ja nicht mehr gesehen. Das ging ja so schnell, Alter. Boom, weg. Noch Muni holen. Boah, schafft das Ding jetzt nicht mal lange da. Nee, das wird jetzt ein bisschen Übergang sein. Na schön, für ein Ding vor uns gerade in dem Panzer hochjagen und sowas, aber hier hätte das Ding jetzt nicht sein müssen. Ja, aber es ist schon übermenschlich. Ja. Schon richtig. Ja, ich denke mal, das Ding, das wird früher oder später sowieso einen Geist aufgeben, denke ich mal. Und jetzt? Boah, wegen einem Gegner, ey. Wegen einem Gegner bleibt das Ding stehen und bewegt sich kein Millimeter. Naja, nicht mal los. Alter. Ich hab hier immer noch ein rotes Dings, obwohl der schon tot ist. War nicht schlecht. Heiß! Alter! Meine Fresse, Alter! Ist ja schon ein bisschen extrem, ne, hier. Alter! Ohne Mist. Was denn da? Da sind viele Gegner, wie hier rumstehen. Alter, das ist ja... Bin unterwegs. Übelst, Alter. Ja. Soll ich zum Arsch? Wieso im Arsch? Das Ding ist ja nicht im Arsch ist. Ach, weil gerade ein EMP kam. Immer noch da einer. Oben! Haben. Die EMP-Granate hat das Ding gar nicht gestört, oder? Pff. Ui! Was macht ihr denn hier? Ja, komm, du noch weg. Fertig ist.
Und du? Willst du mich verarschen? Komm denn? Ja, ich gerade. Oh, Granate! Bombs! Huch, war ich das? Ist so dran, oh, Alter, ich heiß. Komm, Luft ein bisschen schneller, wir haben so viel mit dem Tater. Alter. Nähere mich dem Ziel. Los, dann sichert es! Alter. Okay. Pepper, Birdie, absichern. Kosek, lade die Dampf. Klar. Roger. Overlord, wir haben ein Terminal gesichert und können übertragen. Bereit? Okay, Hunter, übertragen Sie. Kommt. Haben Sie was zum Versteck? Die Schallbilder zeigen einen dunklen Fleck. Zu groß für ein Lager, aber könnte eine Höhle sein. Wir prüfen das. Sie müssen nach oben. Es ist ein ganzes Stück entfernt. Wir bringen Sie rein. Okay, Overlord. Der Aufzug? Oh, keine Stufen. Was glotzt du, Blechkiste? Oh, ihr verletzt meine Gefühle, euer Majestät. Reißt euch zusammen. Wir wissen nicht, was uns gleich hinter dieser Tür erwartet. Und die Briten sind sauer, wenn ihr alten Dame mir zustößt. Oh, dieses blöde Vieh kommt wieder mit. Logisch. Das ist unser Schößhündchen. Tarnung aktiv. Tarnung aktiv. Also gut, Augen auf. Stören Sie das Waffenlager. So, ganz einfach, einfach mal draufballern. Irgendwas wird schon passieren. Warhound ist unterwegs. Erledigt die! Bisschen jetzt, ja, das die ist Scheiße hängt vor Redelzimmer! Ja, logisch! Ich sag ja, das wird ein reines Ballerlevel, das hab ich irgendwie schon geahnt. War ich das? Die Dings gewogen, schnell, Alter, wenn du hier die Lenkraketen nimmst, Alter, das gibt ja einen richtigen Bums, wa? Ja, ich hab die Lenkrakete auch gerade genommen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Schießen wir irgendwo hin, irgendwas treffe ich immer. Auch nicht. Du bist schon wieder am MG, wa? Nee, das, nee, ist, das ist ein anderer. Jetzt nicht mehr. In Bewegung, Deckung! Ich sehe momentan nichts. Das war sicher nicht der letzte. Ja, wir sichern hier Sektor für Sektor, bevor wir das Lager angehen. Verstanden. Das ganze Ding einfach in die Luft sprengen und fertig ist. Hä? Bist du? Du bist gerade komisch gebackt. Oh, zerstören! Komm her! Cool!
muss ja die Lenkrakete nehmen. Die hat gesessen, sie ist so richtig. Auf einmal ist es ganz ruhig. Ja, kurios. Warhound unterwegs. Ich finde das Bild ein bisschen. Ist das bei dir auch so hell? Oder ist das nur bei mir? Es ist Schnee. Ja, aber so extrem hell. Ja, ist doch normal. Du bist noch nie draußen, wenn es geschneit hat. Was? Und irgendwo im Skigebiet. Draußen? Was ist denn das? Kann man das essen? Ja. Wie, echt? Ja, das wollte ich machen. War meiner. Eigentlich. Ah, da ist. Alter. Ja, Rakete fliegt direkt auf den, hat ihn gar nicht gejuckt. Das hat aber jetzt gerade nicht viel mit Taktik zu tun. Nö, nee, nicht wirklich. Das hat eher was mit dem Shooter zu tun. Also, normaler Shooter halt. Ego halt. Ach ja. Scheiß Turm! Ein bisschen zu spät war. Wieso? Der Turm hat Bumm gemacht. Oh, oh, was kommt da hinten angefahren? Nicht. Grad weg. Och, Mann! Immer wenn ich gerade baller, jagst du das Ding in die Luft. Ah, du ballerst die ganze Zeit. Jetzt setz ich mich mal eine Sekunde rein. Ja, ja, gut, ist ja okay. Mach ruhig. Sag doch gar nichts. Hier fliegt alles in die Luft, Alter. Alter. Und jetzt? Ist mir ein bisschen ruhig, da ist noch irgendwo einer. Zu laut. Hä? Scheiße, du. Ich steck hier mittendrin, Alter. Na, ich bin hier hinten extra. Damit ich hier gut geschützt bin, weil wir sind alle praktisch hier hinten. Du bist der Einzige, der da unten ist. Alter, was machst du auch da unten, Alter? Schleb doch. Boah. So, jetzt müssen wir runter. Jetzt müssen wir uns da versammeln. Och, Junge! Oh, Alter! Schön, das Deckungssystem ist, aber manchmal nervt. Und? Ja. Ja, was machst du? Verstehe, Hunter. Augenblick.
Also hier können das Vieh aber nicht rein, ne? Oder? Nö. Oh, ist kaputt gegangen. Nö, ich wollte gerade mal reinschießen, geht aber nicht. Zum Glück. Also wenn ich hier jetzt reinschieße, nur dann... Was? C4. Ladung ist scharf, raus! Alle weg! Alle, wir müssen hier weg. Was war das denn, Alter? Oh. Jetzt ist das Ding Matsch, ne? Oder? Ich bin dort rum. Neben dir. Da. Ist denn hier mit dem... Ja, genau. Wo ist das Scheißding? Frag ich mich auch gerade. Ich versuche die ganze Zeit das... Ah, da ist er! Lenkrakete. Bums! Einmal. Zweimal. Wo ist er? Alter, ist das sowas wie ein Endgegner? Kann das sein? Irgendwie sowas, ne? Irgendwo sind unsere Typen. Renn hin. Die sind doch heil. Oder? Nix ist heil. Ne, ist hier keine Meldung oder sowas? Nein, steht bloß überall am Bildschirm. Ja, einen einzigen sehe ich, der gerade Matsch ist. Ja, den anderen habe ich gerade aufgehoben. Alter Schalter. Ist der hier die Matsch, ja, ne? Der Weltkrieg ausgebrochen. Oh, du Scheiße, Alter. Ich mach das auf die gute alte Art und schießen ab. So, fertig. Ja, wir sollen ja sowieso einfach abhauen. Ach, die Scheiße, 30 Sekunden, Leute. Wir sollen ja einfach nur abziehen. Das habe ich aber jetzt erst gelesen. Verstanden, Hunter. Ich fürchte, es geht jetzt erst richtig los. Scheiße. Leck mich am Arsch. Diesmal waren wir nicht so gut, da bin ich aber mit dran schuld. Das gebe ich ja wenigstens zu. Warum bist du nicht, warum bist du dran schuld? Ja, wegen dem scheiß Fieder. Mit dem Vieh andauernd rumgeballert hab. Aber wer hat das gefallen? Ohne Scheiß, ein Schuss, ich schwör bei Gott, volles Rohr durch dieses Scheißdach. Bam!
Ist ja übelst krass. Ja, und das Beste, der Vogel kippt nach vorn und fällt, boom, direkt auf die Stellung des Gegners. Und dann wenn ich mich recht entsinne, war dieser eine Schuss von der Panzerfaust. Yep. Willst du ihnen sagen, wie es wirklich war? Nein. Ihre Version ist besser. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand damit gerechnet hat. Eine solche Menge Militärgerät hätte nicht unentdeckt bleiben dürfen. Das macht uns Sorgen. CIA und DIA tauschen fleißig Daten aus und es formt sich langsam ein Bild. Die Pugova gehört zu einer Gruppe russischer Falken. Sie nennen sich Raven's Rock Dutschina. Wir kennen noch nicht die Details, aber das reicht weit. Derweil meldet Langley, dass Raven's Rock dabei ist, ganz üblen Burschen ein hochmodernes System zuzuspielen. Ich halte nichts von diesem Einsatz. Sie wissen das, ich weiß das, aber wir tun es trotzdem. Wir bewegen uns auf russischem Territorium, also sind Fehler tabu. Einen riskanteren Einsatz gibt es nicht. Aber die Bedrohung, die von diesem Material ausgeht, ist noch wesentlich größer. Also machen wir es ordentlich.